Der große Stresstest für das Team des Landgasthauses beginnt jetzt. Können Sie sich behaupten? Ist nicht viel, aber dass es Testessen bei Rosins Restaurants gibt, das wissen Sie. Sehr sympathisch. Für das Testessen packt auch Freundin Ilona mit an. Sie ist für den Kiosk zuständig. Was bereitest du jetzt hier vor? Ich mache jetzt die Pommes. Ja. Und Würstchen lege ich drauf. In der Küche kümmert sich Sandra um die Salate, unterstützt von Küchenhilfe Magdalena. Auch Koch Peter bereitet sich auf den Ansturm vor. Ja, ich halte jetzt im Moment ziemlich alleine hier die ganze Sache, wo ich immer irgendwas im Arge, wo fehlt. Ne? An einem mangelt es jedoch sicher nicht. An der Speisenauswahl. Hör mal, Peter, deine Karte ist viel zu groß. Ja, wer will denn, wenn wir jetzt essen gehen, ne? Und wir würden jetzt so eine Karte kriegen, was würden wir sagen? Das ist doch nichts frisch. Dann legen wir alles eigentlich mit der Maultasche von Anfang an, weil ich im früheren Lokal das auch schon in verschiedene Variationen. Kannst du das gut, Maultaschen, bist du da so? Denke ich schon, ja. Denkst du schon? Wenn du sagst, denkst du schon, dann sind sie bestimmt sehr gut. In der Schenke bereitet Chefin Christiane währenddessen den Service für das bevorstehende Testessen vor. Obwohl sie keinerlei gastronomische Ausbildung hat, gibt sie sich zuversichtlich. Das ist für mich heute keine besondere Herausforderung, weil ja, das haben wir schon gestemmt in der Größenordnung auf jeden Fall. Was sie noch nicht ahnt, das Testessen wird ihre mangelnden Führungsqualitäten gnadenlos ans Licht bringen. Handschuhe aus! Und mitgehen. Hier stehen 20, 30 S. Hier wird ein Mitarbeiter nicht geführt. Wir haben hier einen Megaladen in einer gigantischen Lage. Und Potenzial für so einen Haufen Geld. Und die ganze Mannschaft, die das hier stemmen will, hat keine Ahnung. Doch, einer, der Koch. Aber der wird alleine gelassen. So. Und jetzt soll ich hier helfen. Und soll die Karre aus dem Dreck ziehen. Ich bin gespannt, was die Testesser sagen. Insgesamt 20 Testesser nehmen das idyllisch gelegene Landgasthaus heute genau unter die Lupe. Doch bevor es ans Essen geht, wie beurteilen Sie das Ambiente des Restaurants? Ja, wenn man hier auf die Terrasse kommt, sieht es sehr vernachlässigt, halbwegs runtergekommen fast schon aus. Also das macht keinen guten Eindruck. Hier gediegen zu essen, sage ich mal, das ist nicht meins. Können wenigstens Karte und Speisenauswahl die Testesser überzeugen? Also ich finde die Speisekarte ist sehr umfangreich. Manchmal glaube ich sogar ein bisschen zu viel. Was mir halt hier fehlt, sind die leichten Gerichte. Jetzt muss der Service punkten. Helles Hefe, ja. Und auch im Kiosk darf nichts schiefgehen. Also Ilona macht den Kiosk, die hat ein bisschen Erfahrung mit Kioskgeschäft. Jetzt mit Essen machen noch nicht. Aber Würste und Pommes und sowas, das kann sie. Christiane ist überfordert und ich helfe ihr gern. Ich helfe freiwillig. Alles vorbereitet? Was ist, was ist mit deinen Würstchen los? Mann, du hast ja hier eine Würstchenorgie schon. Ich hab doch gedacht. Die sind doch schon verbrannt ja, hier. Was ist das denn? Ja, was soll ich Santana hier, pass mal, guck mal hier. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, komm mal her, hol die mal alle hier. Ja, dann mach ich sie weg und dann hol ich drin neu. Nee, lass. Das kannst du jetzt nicht. Das schaffst du nicht mehr, die kommen jetzt. Die kommen jetzt, ja. Ja. Ich mach nur Currywurst. Aber warum hast du die denn alle vor? Weil ich sie viel zu früh draufgelegt hab. Ich hab gedacht, die kommen gleich zu mir. So, mir will ja keiner glauben. Ne? Selbst für eine Pommesbude braucht man eine Ausbildung. Würstchen braten und so, ne? Kalkulation, Zeit, nicht zu früh drauflegen und so. Läuft. Ich habe noch nie Pommes früher gemacht oder habe noch nie Bratwurst gebraten. Auch die einzige Servicekraft Christiane ist überfordert. Ich komme gleich zu euch und nehme das Essen auf. Ich hätte auch gern das Rumsteak. Mhm. Auch Medium? Nein, ich hätte es gern blutig. Chefin Christiane benötigt ganze 30 Minuten, um die Bestellungen der Testesser aufzunehmen. Hast du es jetzt? Guckst du böse? Das dauert lange, ne? Hm.
Bis ich in Essen rausgehe, hat der See kein Wasser mehr. Noch kann sich das Blatt zum Guten wenden. Jetzt muss die Küche zeigen, was sie kann. Sonst hat das Landgasthaus am See bei den Testessern keine Chance mehr. Was ist das? Fischklößchen. Fischklößchen? Ja. Ich tausche in der Mikro auf. Ja. Bing! Obwohl Peter alleine am Herd steht, lässt sich der gelernte Koch von der Hektik nicht beeindrucken und gibt dennoch sein Bestes. Was ist das? Schweinefilet, Rähnchen, Pfefferrahmsoße. Das würzt du mit demselben Gewürz wie den Fisch, ne? Ja. Seit 9 Monaten kämpft der 58-Jährige in der Küche des Landgasthauses. Fehlen Peter die Ideen oder nur helfende Hände? Auch auf dem Herd macht Koch Peter keinen Unterschied zwischen Fisch und Fleisch. Was sagt der Sternekoch zu dieser Technik? Fisch und Fleisch. Auf demselben Grill. Also ehrlich, das hat aktuell mit moderner Küche überhaupt nichts zu tun. Klar, er will die alte Kultur kochen, aber er kocht auch die alte Technik. Ja? Alles auf einem Grill, alles zusammen, plitsch, platsch, raus. Das ist wirklich, das nennt man Ballerservice. Doch Peter muss die Essen schnell rausballern. Nur so schafft er sein Pensum. Es fehlt ein Koch und mindestens eine Bedienung. Denn auch die Abstimmung mit dem Service klappt überhaupt nicht. Der Service muss mal gerufen werden, hier wird der Fisch kalt. Hallo, hier ist der Fisch wird kalt. Einmal Salat Neptun hier. Die Wege sind einfach zu lang. Ohne eine zweite Servicekraft hat Christiane keine Chance, die Essen schnell genug und damit warm zu den Gästen zu bringen. Das ist schon echt eine Belastung, ne? Das ist jetzt gerade, wenn halt alles auf einmal kommt. Meine, das ist ja jetzt nicht der Normalfall. Normal kommt ein Tisch, dann kommt der nächste Tisch. Wenn der Normalfall wäre, dass jetzt 150 Leute draußen wären, das wäre der Normalfall. Sollte sein. Und dann brauchst du mehr Leute, ja. Ja, du brauchst auch so mehr Leute, weil man kann ja ein Geschäft nicht einem Gast anbieten. Also man kann ja eine Gastronomie nicht bewerben, wenn man nur alleine ist. Verstehst du? Du bist ja hier ganz allein. Du bist hier ganz alleine. Bei der Peter auch. Ja, aber das geht ja nicht. So kann man ja kein. Ich sag mal, warst du schon mal bei McDonald's, wo nur einer drin war, der gespült hat und gekocht hat und vorne dann noch verkauft hat gleichzeitig? Mhm. McDonald's gehe ich selten. Was hat das denn jetzt damit zu tun? Ich erkläre dir doch noch ein Geschäft. Ja, ich lass weiß doch bitte, es, lass was doch du bitte, mir erklären. Ja, dann lass uns doch bitte da niveauvoll drüber sprechen. Ja. Wenn man mit einem Geschäft Geld verdienen möchte, dann muss man etwas einsetzen, damit man mit dem Einsatz auch einen Gewinn macht. Ja. Das bedeutet, dein Einsatz ist nicht nur Getränke, sondern auch Personal. Ja. Das ist das, was so am teuersten ist, aber an der ganzen Sache. Du kannst auch nicht sagen, ich baue ein Auto, aber ich mache es ohne Motor. Weil das ist das Teuerste daran. Hm. Wie willst du denn jetzt hier eine Struktur reinbekommen, wenn du niemanden hast? Verstehst mich nicht, ne? Doch, wir suchen einen Koch seit 4 Wochen und finden keinen. Ich würde dir auch nicht arbeiten. Warum? Warum? Ja. Weil der arme Mann alles alleine machen muss. Er muss sich da alles selber zusammenschustern. Alles ist viel zu klein für die Menge. Ist 58 Jahre. Normalerweise muss er einen Küchenchefposten irgendwo haben und hat junge Leute, die ihn letztendlich das realisieren, was er ihnen ansagt. So war das eigentlich auch geplant, ja. Es ist eh alles durcheinander. Ja, ich bring's jetzt mal so raus, wie es ist. Ach Gott, Alter. Wir brauchen ganz dringend einen zweiten Koch. Oder jemand, der die Küche alleine machen kann. Doch die Küche ist schnell. Die Essen sind fertig. Nur Christiane fehlt. Kommt keiner. Weißt du was? Da werde ich selbst jetzt randösig hier. Mal lochen, du musst erst das warme Essen rausbringen. Kalt. Kalt bleibt kalt. Aber warm wird kalt. Oh. Geh mal mit. Handschuhe aus. Und mitgehen. Wir stehen 20, 30 Essen. Hier wird die Mitarbeiter nicht geführt. Wo sind denn die Bons? Die Bons, wo sind die Bons? Schieb mal den Scheiß hier raus. Also ich als Kollege kann mir das ja nicht mehr ansehen.
Frank Rosin übernimmt Christianes Führungsrolle. Ohne sein Eingreifen würden die Testesser niemals eine warme Mahlzeit bekommen. Spinat. So was möchte ich auch mal probieren. Machst du mir auch so was? Ja, kann ich mal. Lieber Peter? Mhm. Gut. Und du, meine Süße? Hier, Schwein am Braten und Salat La Paloma. Planlosigkeit durch und durch und durch. Wir werden alle alleine gelassen. Jetzt hängt alles vom Urteil der Testesser ab. Wie gut schmecken die à la carte Gerichte? Mir waren die Lenden zu sehr durch und auch die Schupfnudeln zu klein, also zu dünn. Also das würde ich nicht mehr essen. Und wenn es für lau wäre. Ein vernichtendes Urteil. Und das Testessen ist noch nicht vorbei. Ich hatte Fisch zu meinem Salat, war in Rautenform angegeben. Ja, okay, war einfach nur geviertelt. Nicht irgendwie so ein bisschen lieblich angemacht. So, hatte auch zwei Gräten dabei. Das ist das Ekligste, was es gibt, wenn man denn anfängt, so aus dem Mund um den Teller zu legen. Ne? Das ist nicht meine Welt. Auch der Fisch fällt durch. Für Sternekoch Frank Rosin ist klar, warum das Urteil so hart ausfällt. Also, hier sind die Mittelgräten normalerweise drin. Jetzt hat er das hier aufgeschnitten und hat hier so einen Winkel reingeschnitten. Normalerweise nimmt man eine Zange und zieht sie raus. Die Arbeit macht er sich nicht, kann ich auch verstehen. Er ist alleine, soll es alleine machen. Und da hat man für so einen Scheiß keine Zeit. Die Zander kommen meistens aus Osteuropa. Der Spinat, ganz schlecht gewürzt. Die Soße, boah, nee, das schmeckt nicht. Darf ich das auch mal sagen? Wenn so einfach mal so, ja, schmeckt nicht. Der Spinat schmeckt nur nach Knoblauch und die Soße. Es schmeckt wie purer Wein. Grundsätzlich ist das ein schönes Gericht, auch von der Zusammenstellung. Und das kann man auch so machen. Aber ich frage mich gerade, ist das jetzt die pure Lieblosigkeit? Oder kocht Peter das nur so, weil er keine Zeit hat, keine Hilfe hat? Und die technischen Möglichkeiten auch nicht so besonders gut sind. Jetzt habe ich hier noch den Salat. Jetzt hat der Peter ja so ein selbstgemachtes Dressing gemacht. Hat er diesen Gemüsefond da gekocht, sehr aufwendig und so. Mal gucken, wie das Dressing schmeckt. Ey, wäre der Aufwand nicht nötig gewesen. Also, die Lebensmittel können so bleiben. Sie müssen nur neu, besser, ein bisschen pfiffiger angerichtet werden und vor allen Dingen gekocht werden. Wie? Ja, das wissen Sie eben halt nicht. Die Restaurantküche ist gnadenlos durchgefallen. Jetzt muss es der Kiosk retten. Für die Kiosk-Tester gibt es Currywurst, Pommes. Pommes. Genau, Currywurst und Pommes. Ja, Currywurst und Pommes. Jetzt ist es an Ilona, die restlichen Testesser zu begeistern. Jetzt habe ich keine Wurst. Okay, nehmen wir auch eine Currywurst, meine Süße, ja? Ja. Eine von den schönen. Wo sind denn die anderen, die ihr gerade hattet? Die habe ich alle gegessen. Hast du die alle weggeschmissen? Du hast 30 Würstchen weggeschmissen? Alle. 30 Stück bestimmt. Was ist mit deinen Würstchen los? Die sind doch schon verbrannt hier. Ja, dann mache ich sie weg und dann hole ich drin neue. Nee, lass. Das kannst du jetzt nicht. Das schaffst du nicht mehr, die kommen jetzt. Weiß die Chefin das, dass du 30 Würstchen gerade weggeschmissen hast? Ja, ja. Und was sagt sie dazu? Nichts. Das sind ja nur 30 Euro. Dann hast du den Tag im Arsch. Ja. Ich muss ein Schild tragen, ich lerne noch. Das lasse ich mir jetzt einmal Pommes mit Mayo. Nee, du brauchst ein Schild, du schaffst es nicht mehr. Oh. Können Sie zeitgleich auch eine rote Wurst machen? Das wäre mir lieber wie also so eine Rindsbratwurst. Currywurst mit Pommes. Wir haben nur Currywurst. Ja, ja. Nur ein Gericht. Die Tester sind enttäuscht. Das Angebot ist sehr eingeschränkt. Also man hat keine wirkliche Auswahl. Ja, wenn ich hier auf der Karte habe, Rindsbratwurst, ich habe keine, das ist schon mal etwas schwierig. Es sei denn, die Currywurst übertrifft alle Erwartungen. Doch Ilona ist von den 10 Bestellungen völlig überfordert. So, weiter geht's. Auch im Kiosk mangelt es an Organisation.
Also wir haben jetzt von den 9 Personen haben wir jetzt 4. Okay. Also das ist schon. Aber sie sehen gut aus, die Pommes. Jetzt schauen wir mal. Wenn es schmeckt, dann ist es okay. Dann warten wir vielleicht etwas länger. Aber jetzt käme es eigentlich nur noch auf den Geschmack an. Doch Ilonas unprofessioneller Eindruck wirkt nach. Die Grillmeisterin macht einen sehr inkompetenten Eindruck. Völlig disorganisiert. Sie muss noch lernen. Also nicht so, wie man sich's wünscht. Das spiegelt sich auch in der Zeit wieder. Für 10 Bestellungen brauchte Ilona insgesamt 23 Minuten. Ist er schon fertig? Ja. Ja. Hoffentlich kann der Geschmack überzeugen. Also ich habe mich unheimlich auf die Pommes gefreut. Die Pommes haben zwar lecker ausgesehen, aber die hätte auch noch 4 Minuten in der Fritteuse brauchen können. Ja, die war die innen drin noch so ein bisschen schwabbig aus und dann war sie lauwarm. Also auch die Abläufe im Kiosk, das hat nicht ganz gepasst. Ne? Currywurst Pommes. Da sagt natürlich der Volksmund, was soll ich denn da falsch machen? Eine ganze Menge. Zum Beispiel eine scheiß Wurst, Soße nicht gut, Pommes nicht gut. Also, ne, alles nicht gut. Die Soße ist lecker. Ist eine Frittenbudensoße, aber Curry, leicht süßlich, Säure, ein bisschen Ketchup, nicht zu sehr. Die Wurst ist nicht so gut. Aber ansonsten könnte ich sie, wenn ich wollte, aufessen. Aber Mayo ist nicht so gesund. Von daher lasse ich das mit der Mayo. Und es ist weniger Mayo. So. Einmal eine Cola. Doch wie bewerten die Testesser den Kiosk und das Restaurant? Ja, kommt Wahrheit. Die Wahrheit liegt in der Karte. Speisenangebot, Geschmack, Preis-Leistung, Ambiente und Service. Müsst ihr jetzt bewerten. Also ich denke, das Essen war an sich gut. Die Abläufe haben nicht gestimmt, ist mein Gefühl. Maximal können pro Kategorie 10 Punkte vergeben werden. Okay? Okay. Die Range geht von 0 bis 10. Okay? Ja. Alles klar. Also mein Bauchgefühl ist ganz gut. Ich glaube, dass es ganz gut gelaufen ist. Und ich freue mich, wenn wir ein gutes Ergebnis bekommen haben. Ob die Testesser ihr heutiges Erlebnis genauso positiv beurteilen, ist mehr als fraglich. Koch Peter bleibt realistisch. Also ich denke, dass das Essen soweit okay war. Es sind vielleicht ein paar kleine Patzer gewesen. Diese Probleme haben wir am laufenden Band hier, wo ich mich also immer wahnsinnig ärgere und abends gefrustet nach Hause gehe. Aber ich weiß, ich habe alles versucht, irgendwie auch keine lange Wartezeit entstehen zu lassen. Und dann blockiert es aber, dass eben der Service nicht da ist oder nicht in der Richtung fit ist. Eigentlich bin ich ganz zufrieden. Und ein Tisch war mit Gangwahl. Da kam alles zusammen. Ja? Sonst. Du bist ja auch zufrieden, wenn Deutschland im Fußball gegen San Marino 10-0 verliert. Dann bist du auch zufrieden. Also ich merke schon, wir haben Potenzial, um miteinander zu sprechen. Ja. Entweder verlieren wir zusammen oder wir gewinnen zusammen. So werden wir das machen. Ich komme nicht hierhin für so eine kleine Tingeltangel-Show. Nee. Entweder wird geholfen oder wir schließen ab und suchen uns alle einen anderen Job. Einverstanden? Einverstanden. Gut. Mein Freund, bis morgen und dann sehen wir weiter. Hm? Schönen Abend. Ist klar, dass du das letzte Wort hast, war mir jetzt klar. Du hast mir noch was versprochen. Ja, so, ja, dann komm. Was versprochen? Was hast du ihr versprochen? Aber draußen. Nee, machen wir hier. Komm. Ach, hier. Draußen? Ja, ja, komm. Was für ein wirklich intensiver Tag. Ich meine, ich habe die ganze Zeit überlegt, ist Christiane so naiv, dass sie meint, dass sie mit diesem geringen Fachwissen so einen gastronomischen Betrieb betreiben kann? Schaut mal, hier können locker an einem Sonnentag Tausende von Menschen
rumliegen, sich sonnen und schwimmen gehen und theoretisch ihre Gäste sein. Ja? Und ich kriege noch nicht mal 20 geregelt. Also wenn, dann haben wir ganz viel Arbeit vor uns.